In der Romandie, an der Westschweizer Riviera, ist die älteste Museumsbahn der Schweiz beheimatet. Die Chemin de Fer Musée Blonnet-Chambly. . 1902 wurde die Schmalspurlinie von Vevey am Genfersee über Blonnet nach Chambly eröffnet. Die von der Chemin de Fer Électrique Vevezan betriebene Linie wurde von Anfang an elektrisch betrieben. Das war im Jahr 1966, vor der Betriebseinstellung bei der Chemin de Fer Électrique Vevezan. Kamen ein paar Eisenbahnfans auf die Strecke, um die letzten Züge anzuschauen. Und natürlich haben sie zusammen ein bisschen diskutiert. Und die Idee ist plötzlich gekommen, diese Linie eigentlich zu retten. Bereits zwei Jahre später konnte am 20. Juli 1968 der Betrieb auf der Museumsbahn zwischen Blonnet und Chambly aufgenommen werden. Zum 40-jährigen Jubiläum der Museumsbahn standen über das Auffahrtswochenende 2008 nicht weniger als 7 Dampflokomotiven im Einsatz. Eine von ihnen, die G34 Rätia der Rätischen Bahn, welche als Gastlok in der Westschweiz unter Dampf stand. Für das Jubiläumsfest wurde sie zusammen mit 2 weiteren Dampflokomotiven, wie der hier am Zugschluss eingereihten Lok Weißhorn, an die Riviera transportiert. Heute ist es nicht so einfach, solche Lokomotiven zu transportieren. Die Rätia hinter mir ist per Bahn angekommen und die 2 anderen auf Lastwagen von Echallon und von Goldau gekommen. Die 3. Gastlokomotive im Bunde ist die G33 Nummer 8 der LEB, der Lausanne-Echallon-Bercher-Bahn. Bis 1936 stand die Lokomotive bei der LEB im Einsatz. Danach diente sie der Schweizer Armee als Reserve. Das ist eine Dampflogi von der Lausanne-Echallon-Bercher-Bahn, eine Vorortsbahn von Lausanne. Und das ist die erste Schmalspurbahn von der Schweiz, 1873 gegründet worden. Und die Maschine ist von 1910 von der SLM an die LEB geliefert worden. Und ist bis 36 mit der LEB gefahren. Und wir sind jetzt hier für das 40-jährige Jubiläum von der Blonnet-Chambly. Das bekannteste Bauwerk der Museumsbahn ist der 78 Meter lange und 45 Meter hohe Viadukt Baie de Clarens. Er ist aber auch die Achillesferse der Strecke. Sein Alter von über 100 Jahren macht seiner Tragfähigkeit zu schaffen. Im nächsten Jahr muss er deshalb total saniert werden. Dem Enthusiasmus der Museumsbahner tut dies aber keinen Abbruch. Neben dem Betrieb der knapp 3 Kilometer langen Museumslinie betreibt der Verein Blonnet-Chambly auch ein eigenes Museum. Von der Dampftramway-Lok bis zu elektrischen Straßenbahnen hat der Verein in den letzten 40 Jahren eine Sammlung von über 70 Fahrzeugen zusammengestellt. Unsere Prioritäten sind, das Museum zu verbessern, zu vergrößern. Unser erstes Depot und Werkstatt ist jetzt 35 Jahre alt, muss renoviert werden. Und gleichzeitig wollen wir eben die Vorstellung von den verschiedenen Fahrzeugen verbessern, ein bisschen mehr interaktiv für eben die Kinder und sowas mit Animationen wollen wir das verbessern. Ein Besuch bei der Chemin de Fer Musée Blonnet-Chambly lohnt sich. Nicht nur für Eisenbahnfreunde.
Betrieb herrscht hier oberhalb des Lac Léman von Ostern bis in den Herbst.